Hallo und willkommen zu einem weiteren Windows 10 Tutorial. Es geht heute um die Umgebungsvariablen. Um diese aufzurufen, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Der schnelle Weg führt hier über das Suchfeld. Ihr gebt einfach Umgebungsvariablen ein und dann seht ihr hier zwei Auswahlmöglichkeiten. Der schnellere Weg ist der hier, Umgebungsvariablen für dieses Konto bearbeiten. Und wenn man darauf klickt, kommt man direkt zu diesem Fenster Umgebungsvariablen. Der Vollständigkeit halber jetzt der lange Weg. Ihr klickt mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo, anschließend auf System. Das bringt uns in die Einstellungen und zwar in den Bereich Info. Hier klickt ihr dann auf Systeminfo und anschließend auf erweiterte Systemeinstellungen. Danach auf Umgebungsvariablen und das öffnet dann das entsprechende Fenster mit den Umgebungsvariablen. Dieses Fenster gliedert sich in zwei Bereiche. Ihr findet oben die Benutzervariablen für den jeweils angemeldeten Benutzer und darunter die Systemvariablen. Diese kann ich nicht bearbeiten. Ihr könnt sehen, dass die Buttons ausgegraut sind. Wenn man sie bearbeiten möchte, dann hätte man die Umgebungsvariablen über den längeren Weg aufrufen müssen, den ich gezeigt habe, oder indem man hier unten Umgebungsvariablen eingibt und dann dieses Ergebnis auswählt, nämlich Systemumgebungsvariablen. Das führt dann zu den Systemeigenschaften. Hier klickt man auf Umgebungsvariablen und dann öffnet sich das entsprechende Fenster, diesmal mit der Bearbeitungsmöglichkeit für die Systemvariablen. Umgebungsvariablen speichern im Wesentlichen die Pfade zu Programmen und Dateien. Sie können aber auch andere Informationen enthalten. Das sieht man zum Beispiel hier. Diese Variable enthält die Endungen von unter Windows ausführbaren Dateien. Wenn man ein Programm installiert, kann es vorkommen, dass eine Variable automatisch angelegt wird. Hier ist zum Beispiel PyCharm installiert worden und dazu gehört dann dieser Pfad und dadurch weiß das System eben, wo sich die ausführbaren Programme befinden. Die Pfade sehen manchmal etwas seltsam aus. Wenn ich hier zum Beispiel Temp öffne, könnt ihr sehen, dass hier User Profile angegeben ist oder hier unter Path befindet sich ein Pfad System Root. Und mit User Profile ist das eigene Benutzerverzeichnis gemeint und mit System Root das Windows-Verzeichnis. Wenn man hier unten im Suchfeld Prozentzeichen System Root Prozentzeichen eingibt, das Ganze mit Enter bestätigt, dann öffnet sich der Datei Explorer und man landet im Windows-Verzeichnis. Ihr solltet, was das Bearbeiten von Systemvariablen angeht, vorsichtig sein. Denn wenn man hier einen Fehler macht, dann kann es die Funktion von Windows erheblich beeinträchtigen, sodass man im Extremfall vielleicht das System sogar zurücksetzen oder neu installieren muss. Das war es auch schon zu den Umgebungsvariablen. Bis zum nächsten Windows 10 Tutorial. Macht's gut. Tschüss.